Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und ich weiß auch schon, was wir diese Folge machen werden. Wir werden zur Isma-Grenze reisen, um diese Quest hier zu machen. Genauso ist es. So. Ach Gott, ich will ja mal Rechtsklick machen zum Rauszoomen, ne? Isma-Grenze. Sigur Zwiege, der Würgeschlund. Isma-Grenze da. Ist ja echt an der Grenze. So. Was haben wir denn da? Polino. Polino ist ein relativ kleiner Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant und bleibt unerschlossen, während sein Schwesterplanet Metabonto im Zentrum des Interesses steht. Aber das war nicht immer so. Im Jahr 2081 geisterten Meldungen durch das Extranet, denen zufolge auf den Monden von Polino rekordverdächtige Vorkommen von Element Zero gefunden waren. Das Ganze stellte sich als Täuschungsversuch des Duna-Vurachum-Konsortiums heraus, eines Unternehmens der Elko, das dadurch Investoren aufrütteln wollte. Nachdem eine kleine Flotte von Weltraumsonden das Gebiet abgesucht hatte, erstarb der Hype schon bald und heute existiert der Mythos nur noch in Spam-Mails im Extranet. Aha. Metabonto. Auf dem Wasserstoff-Helium-Gas-Giganten Metabonto wurde mit Finanzmitteln der Elko eine Helium-3-Betankungsstation errichtet, in der Hoffnung, das System dadurch so interessant zu machen, dass Investoren für Terraforming gefunden werden und Voltun letztlich zu einer bewohnbaren Welt wird, bisher allerdings ohne Erfolg. Hier ist ein Treibstoffdepot, aber das brauchen wir nicht, wir haben voll getankt. Volturnum. Volturno, eine sogenannte Supererde, beherbergt zwar organisches Leben, bleibt aber dennoch in nächster Zukunft unbewohnbar. Der Planet durchlebt gerade eine Eiszeit und der Großteil ab 30 Grad nördlicher und südlicher Breite ist gefrorenes Ödland, weswegen das meiste organische Leben, Algen und Flechten, in Äquatorebene zu finden ist. Die starke Gravitation verhindert, dass intelligente Spezies außer den Elko auf dem Planeten leben können. Diese wiederum können die Luft aber nicht atmen, da sie neben Sauerstoff tödliche Mengen Kohlendioxid erhält. Kleine Gruppen von Vorcher versuchen den Planeten illegal für sich zu beanspruchen, aber die meisten von ihnen führen wegen der extremen Gravitation des Planeten eine traurige Existenz und sterben an Stürzen und daraus resultierenden medizinischen Komplikationen. Nur durch Terraform in großem Stil könnte man aus Volturno eine bewohnbare Welt machen und den Elkor fehlt es an politischem Einfluss im Citadel-Rat, um ein derartiges Unterfangen ins Leben zu rufen. Ins Lebens, hm? Was haben wir hier? Vecchio. Vecchio ist ein mittelgroßer erdähnlicher Planet mit einer dünnen, heißen Atmosphäre aus Kohlendioxid und Stickstoff. Erste Untersuchungen entdeckten Spuren von Iridium, aber sonst befand sich in den Silikatwüsten, die den Großteil der Oberfläche bedecken, nur wenig von Interesse. Kürzlich entdeckte das Allianz-Forschungsschiff Scoope in den Bergen entlang des Äquators einige Reste von Gräbern. Die dort gefundenen Skelette sind augenscheinlich humanoid, aber unvollständig und schlecht erhalten, was die Identifizierung enorm schwierig macht. In der Nähe lagern sich primitive Grabbeigaben aus Keramik. Das wirft die Frage auf, wer wohl früher zu diesem unwirtlichen Planeten gereist sein mag, zumal es auf der nächstgelegenen Gartenwelt Volturno nur kein intelligentes Leben gibt. Universitäten der Menschen planen derzeit weitere archäologische Untersuchungen. Und Lepini. Der Wasserstoff-Methan-Gasgigant Lepini und seine Monde wurden von Weltraumsonden oberflächlich gescannt, ohne dass dabei größere Ressourcenvorkommen entdeckt worden wären. Die gesamte Galaxie hält ihn für wenig bemerkenswert. Und wir scannen mal nach diesen Sachen da, die da gesucht werden. Ich denke mal, da funktioniert das so, oder? Signal bestätigt. Aha. Scanner starten, so. Okay, weiter nach links. Da ist es. Also. Gestartet und jetzt. Verbesserte Biotik-Implantate. Ach, ist das das? Ist das das, was ich auch wollte? Ist das die Mission gewesen? Ja, das ist das. Okay.
Da wir erst bei 5 Minuten sind, will ich noch nicht zurückreisen. Batterianischer Flüchtling benötigt die Pfeile der Stärke, um die Bombe. Okay, finden Sie die Pfeile am Milan-Nest. Das würden wir hinkriegen, denke ich mal. Minos Ödland, Würgeschlund, Anders Becken, Exodus, Milanes, genau, da sind die Weavoucher, das ist sehr freundwert. Nicht. So. Spekilas. Spekilas ist ein relativ großer Gesteins- und Eisplanet, der für seine Vorkommen an magnetisch aktiven Periklas bekannt ist. Ein Mineral, das manche Raumschiffscans stört. Einige Verschwörungstheoretiker und Schundromanautoren behaupten, unter dem Eis lägen geheime Festungen verborgen. Die Invasionsstreitmacht der Weaver hat den Planeten links liegen lassen, was wahrscheinlich der einzige Hinweis auf die literarischen Vorlieben der Weaver bleiben wird, denen organische Wesen nie erhalten werden. So, was haben wir da? Ilem. Ilem ist ein winziger Gesteins- und Eisplanet, auf dem es heute kaum noch Eis gibt. Er war Teil eines Großprojekts des Hegemoniediktators Grebosht, des Wahnsinnigen. Dabei sollten gewaltige Eisbrocken von Ilem über der Oberfläche ansonsten unbewohnbarer Wüstenplaneten abgeworfen werden, in der Hoffnung, dass sich daraus Seen und Meere bilden würden. Klügere Köpfe als er merkten an, dass es erfolgsversprechender wäre, einen Kometen umzuleiten, aber Grebosch ließ jeden hinrichten, der nicht seiner Meinung war. Angesichts seiner eher beschränkten Wahrnehmung der Realität dauerte Greboschs Karriere erstaunlich lange, aber das lag hauptsächlich daran, dass seine Projekte jede Menge Arbeitsplätze schufen. Heute ist Ilem verlassen. Spionagedrohnen der Hegemonie umkreisen den Planeten nach wie vor, aber es darf bezweifelt werden, ob sich irgendjemand die Daten ansieht, nachdem sie nach Karshan... Also die sind nach Karshan senden. Oh Gott, das wäre, was ist denn mit meiner Aussprache? Verush. Der Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant Verush ist nach einem alten batterianischen Monarchen benannt, dessen Reich mehrere Kontinente umspannt hat. Sein Hauptanliegen war die Paarung und daher behaupten auch 0,6% aller heute lebenden Batterianer ihre Abstammung auf ihn zurückzuführen zu können. Die Monde des Planeten sind nach seinen zahlreichen offiziellen Ehefrauen benannt. Auf dem größten von ihnen, Bira, gab es proteanische Ruinen, die den Batterianern bei der Entwicklung der ÜLG-Reise halfen. Die Batterianer sind stolz darauf, dass ihnen aufgrund von Beschädigung der Ruinen durch Erdbeben weniger Informationen zur Verfügung standen als anderen raumfahrenden Spezies. Ach so. Die Weaver haben sämtliche offensichtlich militärischen Auf- und Außenposten im Orbit von Verush zerstört. Die berüchtigte Geheimniskrämerei der Batterianer könnte jedoch dazu geführt haben, dass es immer noch versteckte unterirdische Anlagen auf dem Mond von Verush gibt. Na, wenn das so ist. Na, was haben wir hier? Karshan, die Heimatwelt der Batterianer, ist weniger ein Geheimnis als vielmehr eine einzige Lüge. Die batterianische Propaganda spricht von 15 Milliarden Einwohnern und einer Wirtschaft, die den Asari Paroli bieten könnte. Aber obwohl der legale Sklavenhandel die Gewinne der Batterianer in der Tat ein wenig erhöht, haben die Sanktionen der Citadel doch eher einen Papiertiger von einem Reich zurückgelassen, das seine Rivalen mittlerweile durch terroristische Anschläge bekämpft, die zudem danach geleugnet werden, statt in ehrbaren Kriegen wie zu seiner Hochzeit vor einigen Jahrhunderten. Die Reaper werden diesen Reichen wahrscheinlich den Todesstoß versetzen. Es gibt praktisch keine Informationen über Karshan mehr, seit die Reaper die Kornbarken zerstört haben. Aber batterianische Flüchtlinge sagen, der Widerstand habe ein Band zwischen den Bürgern entstehen lassen. Falls sich aus der Asche eine neue Regierung erhebt, könnte dieses Band vielleicht sich auch zu einer neuen batterianischen Gesellschaft führen. Und das bezweifle ich sehr stark. Dista. Dista ist ein Zwergenplanet, der zu Beginn der batterianischen Raumzeitalters erkundet wurde. Danach wurde seine ungewöhnlich großen Uranvorkommen abgebaut, ein Element, das auf Karshan sehr selten ist. Ob diese Vorkommen vollständig erschöpft sind, ist nicht bekannt. Seit einem Machtkampf mit der batterianischen Regierung liegen keine genauen Daten mehr vor. Der Reaper-Angriff hat den Informationsfluss weiter verschlechtert. Ich habe etwas gefunden. Aha. Was ist denn da? Ein Wrack. Ein Wrack eines Treibstoffdepots. Na, es ist ja... Wow. So, Reaper-Aufmerksamkeit. Da ist auch was. Was ist denn da? Scanner starten. Mhm.
Sobald wir haben, was wir wollen, sind wir hier weg auch. So. Mitten auf dem Land anscheinend sogar. Was haben wir denn jetzt bekommen? Pfeiler der Stärke. Ach, guck mal. Was soll mir das sagen? Ich gehe mal zu diesem Pfeil da. Aber ich gehe mal auch wieder zurück. Ne? Oh Gott. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn das? Jetzt sind die ja hier, ne? Scanner starten. Ja, ich mach das mal noch ganz in Ruhe. Kann ich damit quasi das Universum in die Zerstörung führen? Na, wunderbar. Was haben wir denn jetzt gefunden? Waffen-Upgrade-Kits. Natürlich. Huch. Aha. Ich verstehe. Okay. Scanner starten. Das ist irgendwie nicht mehr am selben Ort, glaube ich. Na, wunderbar. Okay, so funktioniert das also. Das ist zumindest... Ausweichen erfolgreich. Dann kommen sie einem Reaper auf der Galaxiekarte. Okay. So, Citadel. Oder wo soll ich mal hin? Petranebel. Exodus Cluster. Habe ich irgendwo Mission? Fliegen wir mal nach Hades Gamma. Das ist immer gut. So, Logbuch. Weiß ich nicht. Haben wir das jetzt geschafft? Das kann man immer ganz schwer nachfinden, nachsuchen nur, ne? Das Citadel verbessert das Energieraster. Okay, das bringt halt gar nichts. Ah, ja, Blue Sun. Sprechen Sie im Flüchtling, sage der Citadel. So, auch auf der Citadel. Obwohl das auf der Citadel braucht, das Plenux. Von Irune. So. Das heißt, wir müssen nach Irune. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Hä? 60%? Apienkranz, Serpentnebel, Minos, Isma-Grenze, Würgeschlund, Sigurdswiege, das Gamma, Milanest, was? Exodus. Ich fliege mal nach Hades Gamma. Ne, Displutos, Farinata und Karkus. Da ist kein weiteres System, was ich mir jetzt das sagen würde. Petranebel. Ist das da irgendwas? Der Petranebel. Da ist die Grissom Akademie, aber sonst führt nichts weiter aus diesem System raus. Exodus Cluster vielleicht? Asgard. Nee, auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Gottes Willen. Anos Becken. Erstmal zum Apienkranz. Äh.
Trebia. Hätte ich jetzt fundierte, umfangreiche Kenntnisse über die Galaxis, dann würde mir das helfen. Aber die habe ich nicht. Ich muss halt jetzt echt die ganzen Systeme durch und dann überlegen, gucken. So, was haben wir hier? Diplomatie-Schiffe. Da ist auch nichts. Ach, Gottes Willen. Serpent Nebel ist halt wirklich nur der, ist einer. So, da haben sie gar nichts. Das ist ja ein Megasystem. Ishma ist 100% der Würgeschlund. Der Würgeschlund, das sagt mir doch was. Da ist auch eine Mission. Ja, meine ich doch wohl. Der Würgeschlund. So, Urlarast. Also ich mach das hier erstmal. Ja. Erstmal den Würgeschlund. Vem Oscar, weinender Zeuge, in der Sprache der Hyperianischen Volus, ist ein Gasgigant von der Größe des Jupiters. Er hat eine Wasserstoff-Helium-Atmosphäre von geringer Dichte und 35 Monde. Noch in diesem Jahr kann man von der Planetenoberfläche aus eine Konjunktion von 33 dieser Monde beobachten. Ein Ereignis, das von Weltraumsonden aus allen Teilen der Galaxie festgehalten werden wird. Aha. Interessant. Da haben wir Tussalnym. Auf Tussalnym spielt sich eine ähnliche Tragödie ab wie auf dem Schwesterplaneten Aphras. Der Planet war ein Juwel, eine zweite Gartenwelt in der gleichen Entfernung zur Sonne wie Aphras, jedoch um einiges jünger. Fossilien zeigen, dass in seinem Meeren zahlreiche wirbellose Spezies lebten. Aber ähnliche Krater wie auf Aphras führten zu einer Staubhülle, die 99% aller Arten aussterben ließ. Die gleichmäßige Verteilung der Krater weist auf einen koordinierten, simultanen Angriff an mehreren Punkten des Globus hin. Eine Kollision mit einem Asteroiden oder der Ausbruch eines Supervulkans sind extrem unwahrscheinlich. Das ist nicht gut. So, da haben wir noch Aphras. Aphras ist eine einzigartige Entdeckung. Es handelt sich um einen himmlischen Zwilling, einen Planeten in einem Sternsystem, in dem es nicht nur eine, sondern gleich zwei Welten mit genügend Wasser gibt, um innerhalb des Entfernungsbereichs zur Sonne, in dem... Leben möglich ist, eine Stickstoff-Wasserstoff-Atmosphäre zu erhalten. So geht der Satz. Fossilien belegen die Existenz einer großen Menge an Wirbeltieren und mindestens einer flugfähigen, intelligenten Spezies während des Bronzezeitalters. Heute jedoch sind die einzigen Spuren von Leben auf dem Planeten Einzeller an den Meeren. Alles andere fiel einem Auslöschungsereignis zum Opfer. Eine Reihe von gewaltigen Einschlägen, die enorme Wasserstoffmengen verdampft und Staub in die Atmosphäre gescheitert haben. Frühere Theorien habe sich dabei um eine Kollision mit Bruchstücken eines Asteroiden gehandelt, wurden inzwischen widerlegt. Die Einschlagskrater sind ausnahmslos an Stellen, wo sich Ansiedlungen befanden. So. Sardaban. Ich habe erst Zelda gelesen. Sardaban ist ein großer und dichter Planet, der nach dem Volos-Gott der Bestrafung benannt ist. Seine Kruste ist reich an Uran, das durch Wind erodiert wurde, was zu großen radioaktiven Staubstürmen auf der ganzen Oberfläche geführt hat. Die Volos von Talis Fia haben den Planeten mit Weltraumsonden und Telepräsenz-Robo-Abbau gründlich erforscht und dabei festgestellt, dass sie dabei nicht die Ersten waren. Die Volos von Talis Fia haben den Planeten mit Weltraumsonden... Erstaunlicherweise ist das Uran bei diesen Minen jedoch nicht erschöpft. Es sieht vielmehr so aus, als wären die Anlagen am Höhepunkt ihrer Förderproduktiv verlassen worden. Signal bestätigt. Ach Gott, da ist ja direkt was. So, Scanner starten. Ah. Was haben wir denn? Bergen. Ach so, nur Credits. Aha. Ja, ich muss aber hier. Na, wunderbar. Ich muss hier weg. Reaper umgangen. Ja, das ist ja auch nicht so schwer. Kann ich jetzt da 25%? Ja gut, wahrscheinlich, weil dieses andere System da ist. Wenn ich jetzt aus dem System rausspringe und dann wieder in das System reinspringe,
Würde ich jetzt mal gerne wissen. Ist das gut oder schlecht? Jetzt sind die Ladezeiten ja nicht so übertrieben. Nein, sie kommen direkt auf mich zu. Energiesprung erfolgreich. Dann halt ab zur Zitadelle. Wo wir ein paar Missionen abgeben und machen wollten. In dieser Folge noch, weil sonst haben wir nicht mehr geschafft als... Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Planeten lesen? Nein, nicht nötig. In Ordnung. So. Logbuch. Da müsste fast alles hier. Nur den Würgestand haben wir nicht. So, Priorität. Das ist was anderes. Das haben wir. Das haben wir. Ich glaube, ich muss echt überall hin. Ich lese es mir nochmal kurz durch, dass ich es weiß. Das ist die Hauptebene. Flüchtlingslager. Das weiß ich nicht, ob wir das haben. Das ist aber Hauptebene. Flüchtlingslager. Präsidium. Präsidium. Das haben wir noch nicht. So. Also Nein, das ist der falsche Raum. Hauptsächlich Präsidiumsunterhaus und Flüchtlingslager. Das dürfte man hinkriegen. So. Achso. Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment bitte. Mhm, kein Problem. Nein. Ardafon. Huch. Warte mal, konnte ich mir nicht hier das automatische Fischdings da kaufen? Nee. Dann konnte ich mir das hier kaufen, oder? Ja. Das, den brauchen wir auch unbedingt. Den automatischen Fischfütterer. Und Kreuz. Keue, glaube ich, ist die Mehrzahl. Nicht Keus, oder? Aber ich weiß es gerade gar nicht. Was ist denn der Plural von Keu? Ein Keu, mehrere Keus oder Keue? Hast du schon entschieden, wie du es sagst? Keine Ahnung. Sie glauben nicht, dass die Zukunft. Hier ist nichts. Das Schöne ist, dass die. Also, ich dachte gerade, ich hätte einen Kreis da gesehen. Dass die Gespräche sogar auch immer wieder neu sind. Das muss man echt sagen, ist schon beeindruckend. Die haben da halt echt viel vertont. Willkommen bei Ego Munition, dass Sie bei Ego Munition eingekauft haben. Waffen. Und. Willkommen in der Citadel Geschenkeboutique. Schöne Sachen, aber nichts, was mir bringt. Die. Aber auch nichts. Wo waren denn die Leute, denen ich das geben sollte? Aber er war doch hier, ne? Präsidiumsunterhaus. Habe ich den jetzt doch nicht. Kann ja nicht sein. Muss ich später nochmal gucken. So, dann halt ins Flüchtlingslager. Da können wir nämlich auf jeden Fall was machen. Hier. Ist auch im Wartebereich, glaube ich, ne? Die Flüchtlingslager gewesen. Wenn ich mich recht entsinne. Mit wem müssen wir denn da reden? Da ist Pfeil der Stärke, ja. Und mit Dana Vosk. Okay. Dana Vosk und zum Typen, dem wir was bringen müssen.
Ja, Lyon ist schön. So, was haben wir denn hier? Höchst interessant. Da ist ein Prediger. Ich habe Ihre Pfeiler der Stärke aus dem Milan-Nest beschafft. Sie gehören Ihnen und warten in Bucht D24 auf Sie. Danke. Im Moment braucht mein Volk jedes nur mögliche Symbol seines Glaubens. Jo. Ja, brauchen wir nicht. So, brauchen wir nicht. Ach, das war dieser Kreis. Okay. Das ist ja der eine, ne? Der ist jetzt auch... Oh, ist alles gelesen? Ja, ja. Ist jetzt auch weg. Genau. So. Ist eine andere gewesen. Dana Vosk, genau, der war da. Wieso habe ich so ein Kurzzeitgedächtnis? Sag es mir doch mal bitte. Dana Vosk, da sind sie. Hallöchen. Wow. Arya hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe, dass ich hier bin, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Was verschweigen Sie mir? Hinter Orakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Mit Aryas Zustimmung übrigens. Oraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um die glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen und seine Existenz zu rechtfertigen. Sein Verlust schadet ihrem Krieg nicht. Aber die Dienste der Blue Suns, nun, Sie wissen ja, wie wir arbeiten. Ich werde nicht für Sie töten. Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren? Arya scheint es zu glauben. Warum hätte sie sonst hergeschickt? Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Voske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Das ist doch genau dasselbe. Ich sehe da keinen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich ihm die Chance gebe, sein Leben zu retten. Klar. Und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellung. Und nun? Wir haben gerade die Meldung bekommen, dass... ja, ne, war's da wohl. Bis zur nächsten Folge und tschüss!